alles. Herzlich willkommen bei TV Total. Heute dem SSDS GPS On Tour Abschlusskonzert aus Max Heimatstadt Waldshut. Außerdem Musik von US Top Act Dashboard Convention und Deutschlands Vorzeigeschauspieler Til Schweiger. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan Raab. Willkommen, meine Damen und Herren, bei TV Total. Und Dennis, toll, wie Sie die Ansage gemacht haben, sehr gut. Ist es aber Dashboard Confessional und nicht Dashboard Confential, ja? Entschuldigung. Aber kann man nicht wissen. Manchmal schreiben sehr undeutlich manchmal. Ja? Dashboard Confessional, heute Abend Musikgast bei uns. Ja, wir fangen an mit einer kleinen Schlagzeile. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Eine kleine Sensation. Ein neuer Planet ist gefunden worden. Ja? Müssen jetzt alle Horoskope neu geschrieben werden? Lautet die Frage. Und zwar, bisher gab es ja nur 9 Planeten in unserem Sonnensystem. Jetzt sozusagen der 10. Und er heißt Setna. Ja, und ja, ist mit bloßem Auge eigentlich nicht erkennbar, ähnlich wie bei Peter Maffay, meine Damen und Herren. Ja, es ist so. Ich glaube, irgendwann gehe ich mal freiwillig zu Peter Maffay und lass mir einfach mal eine halbe Stunde freiwillig in die Fresse hauen. Ja? Das habe ich verdient. Weißt du, ständig diese Peter Maffay-Witze. Gehe ich einfach zu ihm und sage, hier Peter, komm, bringe ich einen kleinen Hocker mit, kann er sich draufstellen. Und dann kann man... So, also toller neuer Planet. Und wir haben exklusive Bilder, meine Damen und Herren, als eine Mitarbeiterin der NASA den Planeten Setna zum ersten Mal gesehen hat. Schauen Sie hier. Da. Ganz überrascht, der neue Planet in unserem Sternensystem. Setna. Es ist noch. Es ist noch unklar, ob der Planet bewohnbar ist. Wenn er nicht bewohnbar ist, schicken wir Bernhard Brink direkt dorthin. Ja? Machen Sie sich keine Sorgen. Dann ja, im ZDF-Mittagsmagazin möchte ich Ihnen etwas zeigen. Und zwar, Gerhard Schröder war zu Besuch in Frankreich bei. Jacques Chirac, und Jacques Chirac flüstert ihm etwas ins Ohr, was offensichtlich sehr lustig gewesen ist. Schauen Sie mal hier. Das ist wohl auch das zentrale Thema beim Treffen zwischen der deutschen und der französischen Regierungsspitze heute in Paris. Es ist längst ein Ritual. Wenn Schröder und Chirac sich begegnen, wird sich erst einmal gedrückt. Was Chirac da flüstert, wissen wir nicht. Aber es war wohl witzig. Ja, muss wohl witzig gewesen. Was hat er wohl gesagt? Ja, hat er vielleicht gesagt, kommst du noch rauf mit deinem Kaffee? Ja. Oder hat er gesagt, Gerhard, du hast Kacke am Schuh? Ja. Oder hat er gesagt, wie heißt noch die Bier, die so schön geprickelt hat in meinen Bauchnabel? Wissen wir nicht ganz genau, was er gesagt hat, aber... Ein toller Bericht beim Westdeutschen Rundfunk in der Aktuellen Stunde wurde ein Mann gezeigt, der ist 107 Jahre alt geworden und bekommt etwas Tolles zum Geburtstag geschenkt und er freut sich sehr. Schauen Sie hier. Ja, ja. Ein bisschen Schokolade da. Ja, ja, ja? Schön. Ja, das ist gut. Das ist gut. Gesundheit ist gut. Schön. Ja, ja, ist danke. Und dann das schönste Geschenk, eine Frau aus Wachs. Die dicken Frauen so gerne. Ja. Und die können sie zu Hause schön anstecken. Das ist so schön, ja. Und dann brennt die für sie. Ja, danke schön. Das ist ja fein. Süß, oder? Wie er sich freut. Und ja,
Aber es ist auch wirklich schwer, oder? Wissen Sie auf Anhieb, was Sie einem 107-Jährigen zum 107. Geburtstag schenken sollen? Er hat doch eigentlich schon alles bekommen, oder? Zum 107. Mal die Leute, Happy Birthday. Toll, kann er mit 107 noch mal eine Frau anmachen. Sehr gut. Dann habe ich was bei RTL Explosiv gesehen. Und zwar ein Mann, der Uniformen sammelt. Polizeiuniformen, Armeeuniformen und so weiter. Und wo er die herbekommen hat, das erzählt er hier. Schauen Sie mal. Der gelernte Maschinenfahrer verkleidet sich nämlich aus Lust an Uniformen, aus Frust über Raser und offenbar auch aus Spaß an der Freud, gerne als Polizist. Und außerdem macht es Karl-Heinz Gottschalk doch so mächtig männlich. Und nun folgt die Bastelanleitung für Uniformkopierer. Nach der Wende habe ich dann immer so in den Second- und Handläden billige Jacken gekauft. In den Second- und Handläden, nach der Wende, ja! Second-Hand-Läden gab es in der DDR nicht. Ja? Second-Hand hieß in der DDR damals noch Westpaket. Ja? woher soll er es wissen? Dann was Tolles vom Rundfunk Brandenburg, in der Sendung Brandenburg aktuell. Da gab es zu sehen die Verleihung, naja, das war keine richtige Verleihung, ein Bericht. Und in diesem Bericht wurde erwähnt, dass der Tourismuspreis des Landes Brandenburg verliehen wurde. Und es wurde darüber berichtet, dass sich die Preisträger sehr gefreut haben. Schauen Sie hier. Ja, die Wahl fiel wirklich sehr, sehr schwer, denn in diesem Jahr hat es ja 33 touristische Anbieter gegeben, die sich beworben haben mit ganz verschiedenen Projekten. Und bei der Bewertung geht es vor allen Dingen um zwei Kriterien. Zum einen natürlich Kreativität, zum anderen aber auch die Wirtschaftlichkeit. Und das hier, das sind unsere strahlenden Gewinner. Über den ersten Platz freut sich das Jugendbildungswerk. Super, oder? Das sind noch wahre Emotionen, meine Damen und Herren. Ja? Unfassbar. Ist erstaunlich, oder, dass die gesamte Blutmenge eines Menschen komplett in einen Kopf reinpasst, oder? Wahnsinn. Was feiern wir? Ein Jubiläum, oder? Vor genau 200 Jahren wurde zum ersten Mal Wilhelm Tell aufgeführt. Ja? Das berühmte Bühnenstück von Schiller. Ja? Kennen wir alle Schiller? Ja? Wolfgang Amadeus Schiller. Nein, Entschuldigung, Johann Sebastian Schiller und nein, es ist Friedrich Schiller. So, und worum ging es da genau? Weiß es einer? Also Wilhelm Tell war ein Bauer, glaube ich, und der hat sich dem Landvogt widersetzt, indem er den Hut des Landvogtes, der auf einen Stock gesteckt war, nicht gegrüßt hat. Da war der Landvogt natürlich stinkesauer, können Sie sich vorstellen, und hat den Herrn Tell festnehmen lassen. Und Herr Tell konnte sich aber befreien, indem er seinem Sohn den Apfel vom Kopf schießen musste mit einer Armbrust, was natürlich sehr gefährlich war. Und genau vor 200 Jahren wurde dieses tolle Stück aufgeführt, meine Damen und Herren. Und das wollen wir heute feiern, indem wir genau diese Szene nochmal nachstellen wollen. Die Schlüsselszene aus Wilhelm Tell, wo nämlich Wilhelm Tell seinen Sohn den Apfel vom Kopf schießt. Und ich habe mir eine Armbrust besorgt. Ja? Ja, ist ja nicht ganz hier. Nicht so eine ganz gefährliche ist es nicht. Ja? Armbrust ist Armbrust und einen Pfeil habe ich mir besorgt und wir wollen heute mal Wilhelm Tell nachspielen. So, jetzt bräuchte ich noch jemanden, der den, wer könnte denn den Sohn von Wilhelm Tell? Ist Elton da? Elton! Hallo Elton! Hallo Vater! Hallo! Wilhelm Tell. Ich weiß gerade nicht, was schlimmer ist. Die Vorstellung, dass du gleich auf mich schießt oder die Vorstellung, dass du mein Vater wärst. Ja. Hast du Wilhelm Tell gelesen? Musstest du in der Schule lesen? Nein. Nein? Nicht? Ich kann nicht lesen. Aber deswegen du kennst ihn ja etwa. Also Apfel auf Kopf und Armbrust ist dir ein Begriff. Ja. Wilhelm Tell. Kennst du den Soundtrack zu Wilhelm Tell? Nee, Go Tell It on the Mountain. Ach so. So. Du musst den Kopf jetzt gerade halten. Mhm. Ja, hält gut. Ein echter Apfel. So, ich hab, welche Entfernung muss ich denn? Okay. Elton, bleib ganz ruhig. Es kann nichts passieren. Ich bin ein geübter Schütze. So. Fragt sich nur, wohin? Wie vor 200 Jahren. Achtung.
Oh, das war knapp. Ich habe noch einen Versuch. Das war aber sehr knapp. Ich muss dann aber auch noch. Ich habe noch eine Butterfahrt heute. Was? Eine Butterfahrt heute? Ich muss jetzt ein kleines bisschen mehr rechts ziehen. Pass auf, Achtung. Oh! Ja. Das ist nicht so einfach. Da kann man aber von Glück sagen. Genau zwischen die Augen. Da kann ich. Schade, dass er einen Helm anhat, oder? Und dass wir nur mit Gummifallen schießen. Ja. So. Aber es mag da wohl möglich sein, den Apfel zu treffen da oben. Oh. Entschuldigung. Oh, das klappt, glaube ich, nicht. Das ist hier ein bisschen schwierig. Ja, klar, kann ich ja gehen. Nee, Moment, lass mal den Apfel. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe ja noch eine Waffe mitgebracht. Ja? Das wäre ja nicht das Einzige. Da kann man, glaube ich, besser mit zielen. So, und zwar. So, wollen wir mal schauen. Vielleicht funktioniert das besser. So, ich glaube, man muss ja ein bisschen Druck machen, oder? Da kann man, weißt du, weil man kann den Strahl sehen, wo der hingeht. Und dann kann man den so, während man schießt, auf den Apfel justieren. Schließlich feiern wir jetzt, tu nicht so beleidigt. Ich freue mich. Wir feiern heute Wilhelm, 200 Jahre Wilhelm Tell. Ja, so, herzlichen Glückwunsch. Okay, jetzt ziele ich mal genau. Oh, daneben. Entschuldigung, daneben. Entschuldigung, geht besser. Moment, ich muss besser zielen. Der auch daneben. Da. Apfel. Entschuldigung, man kann auch nicht so gut mitziehen. Ich leg noch mal drauf. Der ist ja nur runtergefallen, weil du dich bewegt hast. Ich habe aber noch eine bessere Idee. Das tut mir leid. Ich habe eine bessere Idee. Kannst du mal kurz hier. Ach du Scheiß. So. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, vom Tennisplatz. Kann ich ein Stück zurück? Das ist so eine Ballmaschine. Ja, oben sind so Bälle drin. Da kann man das viel besser mit, Elton, weißt du? Weißt du, Elton? Ja, ich weiß. Ja. So, wir haben hier oben ein paar Bälle reingebracht. Wir haben hier, ja, also auch so ein paar, die eigentlich Billardkugeln, aber als Bälle angemalt. So, und jetzt muss ich hier Folgendes machen. Pass mal auf, jetzt kann ich nämlich das genau justieren, die Ballgeschwindigkeit. Ich muss ein bisschen zielen. Ist die Entfernung gut so? Ich glaube ja, pass auf, Achtung. Jetzt müsste gleich was kommen. Achtung. Da auch! Ja! Eieiei! War das aus? Du musst ja schon umfassen. Aber ganz schöner Schmack ist drauf. Nee, aber ich kann noch ein bisschen höher kurbeln. Achtung, Moment, jetzt kommt er höher. Einen Moment, und gleich hab ich. Pass auf. Ah! Oh! Gleich. Ah! Moment, gleich. Ah! Oh! Ja! Super, super. Ja, der hat mich richtig getroffen. Ich hab ihn richtig getroffen. Ja. Wahnsinn. Echt, meine Damen und Herren. Wahnsinn, oder? Super. Wenn das nicht mal eine würdige Feier eines 200-jährigen Bühnenjubiläums ist, dann weiß ich es nicht. Ja? 200 Jahre Wilhelm Tell. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt ein junger Mann zu uns, der einer der angesagtesten und erfolgreichsten deutschen Schauspieler ist, die es jemals gab. Er hat eine Weile lang in Amerika gewohnt, in Malibu, auch in amerikanischen Streifen mitgespielt bei Lara Croft und Driven und Der bewegte Mann und Knockin' on Heaven's Door und. Und ist heute hier, um uns was ganz Besonderes zu präsentieren. Herzlich willkommen, Till Schweiger! Schweiger. So,
Oh Gott, ey. Till, ja, gut, ey. Till, ich mach ganz, ich aus ganz kurzer Idee. Entfernung. Da glaube ich, brauchst du gerade. Tilhelm Tell. Super. Ja. Irgendwie, ja, reicht nicht. Du kennst Wilhelm Tell bestimmt, oder? Hast du das mal gespielt? Nee, gespielt nicht, aber ich habe es gelesen in der Schule. Ja, in der Schule. Ja, du bist jetzt, bist jetzt wieder zurückgezogen nach Deutschland. Ne? Du hast eine Weile in Malibu bei den Reichen und Schönen gewohnt. Ja, so schön waren sie nicht. Aber reich. Reich waren sie, ja. Aber das ist eine schöne Gegend, oder? Das ist eine sehr schöne Gegend. Muss man da viel Geld auf den Tisch? Hast du ein Haus gekauft oder zur Miete gewohnt? Oder wie musst du mir das vorstellen? Wir haben damals ein Haus gekauft, also das haben wir immer noch eigentlich. Und das gibt aber, da wohnen auch ganz normale Leute. Also wir haben da keinen Palast gehabt oder so. Ah, das sind ja meist Holzhütten in Amerika, ne? Die bauen alles aus Holz. Die bauen alles aus Holz. Alles aus Holz, ja, ja. Ist wirklich so. Man kennt ja, gibt es ja diese berühmte Straße, die so am Strand lang geht, wo diese Häuser alle auf so Pfählen gebaut stehen. War das dort oder mehr so im Hinterland? Nee, das war auf so einem Cliff und es war eine Minute zum Strand oder ist immer noch, wir ziehen ja erst um. Ja. Also Ende nächsten Monats. Und wieso jetzt wieder nach Deutschland? Ah ja, unter anderem wegen dem, was ich gleich vorführen werde, ja. Hauptsächlich berufliche Gründe, ja. Weil ich ja die letzten Jahre, als ich dann größere Hollywood-Produktionen gemacht habe, war ich dann für jeden Film irgendwie 6 Monate, 5 Monate unterwegs und war gar nicht mehr zu Hause. Und ich möchte halt mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, das ist der Hauptgrund. Und du drehst gerade Lucky Luke. Ja. Ne? Das ist die Verfilmung dieses berühmten Comics. Ja. Ich war ein großer Fan dieses Comics. Der Mann, der schneller zieht als sein Schatten. Genau, ja. Spielst du einen Westernhelden. Ja. Wann kommt das ins Kino? Weiß man das schon? In Frankreich kommt das, ja, eine französische Produktion. Er kommt irgendwie zu Weihnachten ins Kino. Ja. Ich denke mal in Deutschland entweder zur selben Zeit oder Januar, Februar. Also. Und du spielst auch eine tragende Rolle in dem neuen Bulli-Streifen, der im Sommer in die Kinos kommt. Genau. Da bin ich sehr gespannt. Wie war das von den Dreharbeiten? Man darf ja, glaube ich, nicht viel verraten. Aber viel verraten darf man nicht, weil dann muss ich sehr viel Geld abdrücken. Aha. Muss ich extra unterschreiben. Aber man kann so viel verraten, dass es super geil wird. Also ich habe den Film jetzt gerade vor 2 Wochen gesehen, weil ich ihn synchronisieren musste. Und ja. Es ist toll geworden. Richtig. Ja, ich freue mich schon drauf. Ich glaube, viele Leute freuen sich drauf. War ja gerade ein Riesenerfolg, der Schuh des Manitou. Ja, auch im Fernsehen hier einer der erfolgreichsten Filme überhaupt. Jetzt hast du dich auch als Designer betätigt, und zwar für Schuhe. Mhm. Und zwar für Birkenstock-Schuhe. Jeder kennt diese Schlappen, ja? Ja. Ist wirklich? Nee, ja. es ist für Footprints. Und Footprints gehört zu Birkenstock. Gehört zu Birkenstock, aber hat aber auch diese, das sieht man schon, das, was du anhast, sind auch Birkenstocks. Ja. Muss ich mal ein Bild haben, ja. Heidi Klum hat ja auch schon für Birkenstocks. Genau, die hat aber so die klassische Linie gemacht, die Sandalen. Genau, und da kommt man mit den Füßen nicht rein, weil die ja voller Joghurtgums sind. Ja. In meine kommt man rein, das ist die Good News. Und das sind, und du, wie muss ich das vorstellen, wenn du die selber designst? Sitzt du da und hast ein paar Materialien, Klebstoff und ein paar Sachen und du sagst, so soll der aussehen? Oder wie funktioniert nee, das? Nee, wir haben natürlich die Techniker bekommen von Footprints, den Zeichner, der das visuell umgesetzt hat. Meine Frau hat das zusammen mit mir gemacht. Die hat auch also mindestens 50% der Ideen dazu beigetragen. Und dann haben wir uns eben zusammengesetzt, kann man das umsetzen oder nicht. Und all das, was umsetzbar war in der kurzen Zeit, haben wir getan. Ja, wir haben mal ein paar Models mitgebracht, 4 Stück, ja, die jetzt mal Footprints von Till Schweiger designt präsentieren werden auf unserem Laufsteg. Können wir so ein bisschen hier Pornomusik haben dazu? Los geht's, ich bin mal gespannt. Achtung, vielleicht kannst du was dazu sagen zu dem einen oder anderen Schuh. Hallo, ja, ganz schön kurz der Schuh. Ja. Ja, also das ist ein Sportschuh, ist ein Turnschuh, ja. Was man ja auch nicht glaubt von der Birkenstock Footprints. Und der ist grün und gelb. Ja. Grün und gelb, der Turnschuh. Sieht super aus. Ja. Da kann man auch richtig mit turnen oder ist das nur ein Straßenmodell? Nee, da kann man auch mit turnen. Ja. Also. Wunderbar. Vielen Dank. Wir schauen uns mal das nächste Modell an. Was haben wir noch? Die Musik ist ja geil, ey. Der nächste. Aha. Da, was sehen wir nun, Till? Wir sehen jetzt, da muss ich auch mal genauer hingucken. Das ist ein Halbschuh, ganz normaler Halbschuh. Den gibt es auch in Naturfarben, in Naturleder. Ja. Und in Blau, hier eine orange Steppnaht. Ja. Super. Oh, was für ein Schuh. Und auch vorne die etwas breiter, damit man Das Fußbett ist dasselbe wie bei dass Birkenstock. Man nicht diese verkrüppelten Zehen bekommt, die man ja von Frauen kennt, die zu lange in hochhackigen Schuhen laufen. Ja. So, vielleicht der nächste Kandidat, das nächste Model mal bitte. Oh, was für ein Schuh. Ja, auch hier, der sieht aber auch ganz sportlich aus. Ist ja auch ein
ein Mischschuh, ein Sportmischschuh. Der gefällt mir gut. Toller Schuh. Schön. Was ist da Besonderes dran das vorne? Das ist da dieses Ritschradband, also da muss man nicht schnüren. Das kannst du einfach so mit so einem Klettverschluck aufmachen. Und vorne so eine Stahlkappe, dass man besser mit der Picke abziehen kann. Ja? Das ist keine Stahlkappe. Toller Schuh. Ja. Gefällt er dir? Super. Vielen Dank. Und jetzt haben wir noch ein Model und noch einen tollen Schuh, den uns Till in seiner galant eleganten Art beschreiben wird. Bitte, Till. Hallo. Ja, das ist also ein Clog mit einem Ponyfell. Und was ist das? Ein Clog. Ein Clog? Achso, ein Holzschuh. Aber der hat, nein, das ist kein Holzschuh. Der hat eine Sportsohle. Mit einem Ponyfell? Genau. Für diesen Schuh musste ein armes Pony sterben, nein. Meine Damen. Achso, nicht? Nein. Das war schon tot. Nicht viel Fell. Nein, nein. Ach, nicht viel Fell. Ja, genau. Sondern bei lebendigem Leibe gehäutet, das wächst schon nach. Machen Sie sich keine Sorgen. Genau, das wächst nach. Auch toll, vielen Dank. Sehr luftig wahrscheinlich durch die Löcher, oder? Ja, klar. Ja. Ja. Tolle Kollektion, meine Damen und Herren. Footprint von Till Schweiger Design. Alles zu vernünftigen Preisen. Wenn das keine Werbung war, dann weiß ich nicht. Das will ich nicht. Ja. Ich habe mir auch was überlegt. Ja. Heidi Klum hat ja auch diese Schuhe mit so Steinen besetzt und so. Genau. Habt ihr euch mal kennengelernt? Die gemeinsam designt? Nee, nee. Ich habe nämlich jetzt auch gedacht, ich könnte mich auch als Schuhdesigner betätigen. Ja, und habe mir ein paar Birkenstocks besorgt und habe die mal nach meinem Gusto designt. Bin mal gespannt, ob dir das gefällt, meine Damen und Herren. Ich habe verschiedene Modelle anzubieten. Ja, ich habe einmal das Modell Rainer Kallmund, habe ich mal gemacht. Schauen Sie mal hier. Ist das schön, oder? Da können wir hier so unverbindlich... Super. Die fangen nur bald an zu stinken, oder? Was heißt, die fangen bald an zu stinken? Kann man guten Käsefuß drin da verstecken. Kann man, ja, eben. Da weiß man nicht, da weiß man wenigstens nicht, was es ist, was da riecht. Ja? Toll, ich stell's mal hier hin. Der ist echt geil. Ist auch elegant zu tragen. Auf jeder Party sind sie auf jeden Fall der Blickfan. Ja? Die Leute werden sich den Käseigel von den Füßen reißen. Ich habe aber noch andere Sachen, die auch toll sind. Und zwar hier, das ist eines meiner Lieblingsmodelle. Und zwar... Auf den ersten Blick unspektakulär, ja, aber werden Sie gleich sehen, schauen Sie hier. Das ist das persönlich von mir designte Modell Janet Jackson. Ja. Gut, oder? Der Hammer. Wird der auch hart, wenn man nicht streicht? Ja, das ist echtes Silikon hier. Ja, wow. Super. Geil, ja. Toll, das Modell Janet Jackson, damit fallen sie auf. Die Leute denken, oh, guck mal, der hat einen dicken Zeh. Ja. Ich habe aber noch mehr Design-Till, das ist ja noch nicht alles. Ja, pass mal auf. Da gehe ich in Rente. Jetzt. Ja, da kannst du in Rente gehen, pass auf. Jetzt kommt hier, ich habe das Modell Schweizer Offiziersmesser habe ich gemacht. Schauen Sie mal hier. Wenn das nichts ist, oder? Ja. Damit kann man, glaube ich, vielleicht die junge Dame, können wir das Model von eben noch mal haben? Kannst du noch mal kommen? Kannst du mal gucken, ob man damit gehen kann? Ja. Damit kann man ungeliebte Konkurrentinnen aus dem Verkehr ziehen. Ja? Mal unverbindlich reinschlüpfen, junge Frau. Ja. Tolles Modell, oder? Wie gefällt's dir? Super. Ja, super, oder? So, klappt's? Ja. Vielleicht den eigenen Schuh mal ausziehen. Okay. So. Oh, sieht gut aus. Ja. Das ist gemein, Stefan. Das sieht gut aus. Kann man auch gut in der Diskothek mittragen. Weißt du, was noch besser ist? Auf der einen Seite den und auf der einen Seite hier das Modell Kallmund. Da kann man so ein bisschen abschneiden. Weißt du? Da kannst du währenddessen kannst du ein bisschen am Rostbüf rumsehen. Vielleicht einmal kurz. Sehr gut. Ja. Noch mehr. Wunderbar. Ich habe noch mehr. Jetzt kommt's ja erst. Jetzt kommt der erste Hammer. Ja, das ist mein Lieblingsmodell, ja, von Birkenstock. Und zwar, es heißt Türkenstock. Ja, und sieht so aus. Ja, das ist mein absolutes Lieblingsmodell. Ich finde, das sieht auch so gar nicht schlecht aus.
oder? Kannst du auch wieder super kombinieren mit dem Schweizer. Kann man super kombinieren mit dem Schweizer wieder. Ja. Und ein Modell habe ich noch, das eigentlich, eigentlich optisch ein bisschen unspektakulär ist, aber sehr hilfreich. Und zwar ist das das, werden Sie gleich sehen, das ist das, das Modell Kübelböck. Ja. Da können Sie sehen, da steht alles drauf hier vorne. Ja. Gas, Bremse, Kupplung, oben, rings, rechts, unten. Ja, da kann nichts passieren. Das sind tolle Modelle, oder? Ich glaube, das sollte man mit aufnehmen in die Sammlung. Ansonsten Footprints. Das wäre eine Idee, das wäre eine super oder? Idee. Also, willst du mein Partner werden? Wie meinst du das? Ja, Designer. Ja, da könnten wir mal drüber reden. Du machst aber auch eine gute Figur hier, wenn ich das mal. Guck mal hier. Ah, super. Till, direkt aus der Irrenanstalt, im weißen Leinenkostüm. Ja, finde ich sehr, ist durchaus tragbar, finde ich. Also, wenn du magst, besorge ich dir ein paar. Besorgst mir welche? Ja. Alles klar, da freue ich mich drauf. Ja, Till, dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Ja, viel Erfolg mit den kommenden Filmen, mit den Projekten, auch mit den Schulen. Und wenn es wieder was Neues gibt, komm einfach vorbei. Du bist immer herzlich willkommen. Ja. Okay. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Till Schweiger, meine Damen und Herren. Till Schweiger. So, ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, Big Brother läuft wieder bei RTL 2. Diesmal ist es so, es gibt drei Bereiche. Einen Bereich, da wohnen die, die wenig haben. Dann gibt es einen Bereich, wo sagen wir mal, normale Verhältnisse haben. Und dann gibt es einen Bereich, in dem Reiche wohnen. Ja? Und unser Liebling bei Big Brother ist im Moment Kader, die junge Silikontussi, ja? Die früher mal mit Sven Martinek verheiratet war. Verheiratet oder nur liiert? Die waren nur zusammen, oder? Ich glaube, die waren nur zusammen. Sicher? Ja, die waren nur zusammen, die beiden. Das hat mir Spaß gemacht. Ja. So, und jetzt will Kader will natürlich cool sein. Und sie erzählt, dass sie auch natürlich in den Dschungel gehen würde. Und natürlich würde sie auch wieder zurückfinden, natürlich nur unter einer bestimmten Bedingung. Schauen Sie hier. Was machst du, wenn gleich ein Match kommt, wo du durch einen Matsch robben musst und über Hindernisse laufen musst? Gerne. Ich würde mich sogar sehr freuen. Ist so mein anstrengend. Ist kein Problem. Ich habe keine Probleme, auch mal im Dschungel ausgesetzt zu werden und dann wieder den Weg zurück hierher zu finden, ja, wenn man den Weg kennt, klar, sicher. Ja, natürlich. Sie weiß auch genau, wie viel Uhr es ist, wenn man ihr die Uhrzeit sagt, ja? Super. Vielleicht erklärt einer ihr mal den Weg zum Mond. Ja, auch keine schlechte Idee. So, und jetzt möchte Kader ein bisschen erzählen von einem Schlüsselerlebnis, das sie hatte in Ägypten. Schauen Sie hier. Ich war letztes Jahr im November in Ägypten. Wollte einfach weg, das Land verlassen. Und ich war ich möchte jetzt den Namen nicht nennen. Und da habe ich so eine Armut erlebt, obwohl ich im 5-Sterne-Hotel gelebt habe, ein paar Wochen. Und als ich draußen unter den Menschen war, die Frau in dem Schleier, und da kam ein fast über 80-jähriger Mann auf mich zu und wollte Geld, ja. Und ich hatte nur, ich weiß, hatten wir schon damals Euro? Nee, ne, kam ja. Hatten wir schon, ja. Wann war das? Letzten November. Ja, letzten November hatten wir da schon Euro. Ganz ehrlich, nein. Nein, natürlich hatten wir letzten November noch Reichsmark. Ja? Bei solchen Szenen stelle ich mir immer vor, wie Slatko zu Hause vor dem Fernseher sitzt und sagt, boah, ist sie doof. Ja? Das hat mir Spaß gemacht. Das hat mir Spaß gemacht. So. Sie erzählt weiter von diesem Bettler, den sie in Ägypten traf. Und das löste offenbar Unbehagen in ihr aus. Schauen Sie hier. Na, der hat meine Hand geküsst.
und hat geweint, ja. Wollte mich einfach nicht mehr gehen lassen. Wollte unbedingt Geld haben. Und das hat mir so, so die Augen geöffnet zu der, zum wahren Leben, ja. Und ich habe geweint, als ich auf mein Zimmer war. Ich, dieser alte Mann hat mir an die Hand geküsst. Ja. Ich meine, er könnte mein Opa sein. Genau. Ja. Genauso hat sie auch damals Sven Martinek kennengelernt. So, und jetzt ist Folgendes, da mussten für eine kurze Zeit die Armen und die Reichen mussten die Bereiche tauschen, denn die Armen hatten ein Wettspiel gewonnen und haben es sich nun im Whirlpool gemütlich gemacht. Und das stört Kader überhaupt nicht, denn sie ist ein wirklicher Gönner. Schauen Sie hier. Hey! Die Blonder sind da! Ich meine, unser Sascha gönnt uns. Aber deine Kollegen schon ein glücklicher, die sich immer sehr gut. Ole, 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 ole. Wenn sie das jeden Tag haben hätten, wäre irgendwann mal langweilig. Das ist halt für dich ein Highlight, ja? Ja, eben. Ich glaube, das war auch gar kein Whirlpool, sondern die hatten einfach nur vorher im Armenbereich Bohnen bekommen. Ja? Und jetzt kommt ein Stück, da ist sie dann wieder zu sehen, ist sie wieder zurück im reichen Bereich und da lässt sich's richtig gut gehen. Achten Sie mal bitte auf Ihre Stirn. Wenn die Flaschen umwirfst, gibt es 10% Strafpunkte. Muss die nackt rumlaufen. Wow. So kommen wir der Sache näher, ne? Ups. Was ist das denn? Haben Sie das gesehen? Auf der Stirn? Beim Essen eingeschlafen oder was? ja. Jetzt haben wir einen kleinen Beitrag für Sie. Sie wissen, unsere SSDS-GPS-Finalisten waren auf Tour durch alle ihre Heimatstädte. Sie waren schon in Olpe, sie waren schon, wo Alex herkommt, sie waren schon in Hagen, wo Vanessa herkommt, in Stur bei Bremen, wo Nita herkommt. Und sie waren in Waldshutingen an der Schweizer Grenze im Schwarzwald, wo Max herkommt. Und da haben wir einen kleinen Bericht, wie es dort gewesen ist. Bitte schön. Das letzte Konzert von SSDS-GPS on Tour. Es ist 6 Uhr, Flughafen Bremen. Max ist nicht nur müde, sondern muss auch noch prollige All-Inclusive-Urlauber im Flugzeug ertragen. Hey, what's up, what's up, what's up, what's up? Komm, schmeiß an die Karre hier. Auch im Nightliner von Bremen nach Waldshutingen sind die ersten wach. Das Schöne an so einem Nightliner ist ja, am nächsten Morgen fühlt man sich ja wie neugeboren. Mensch, Junge, tut mir leid, dass du auch als Baby so ausgesehen hast. Einige spielen lustiges Verstecken, lösen Kreuzworträtsel oder machen Handbewegungen, die mir zu denken geben. 8 Uhr Ankunft am Flughafen. Der Boden weigert sich erfolgreich, sich von Eltern küssen zu lassen. In Tingen angekommen, zeigt Max Eltern seine Heimat. Den Aufstieg auf den Turm in voller Länge ersparen wir Ihnen an dieser Stelle. Es reicht, dass Max 2 Stunden auf Elton gewartet hat. Komm, froh, Freundchen. Ja, ich komm. Das ist Tingen von oben. Herrlich. Ja. Da hinten, ganz hinten links am Fluss, da spielen wir heute Abend. Ja, schön. Ja, das wollte ich dir nur mal zeigen. Aber ist jetzt ein bisschen langweilig, aber ich habe noch was Spannendes mit dir vor. Ach ja? Ja. Müssen wir jetzt wieder runter? Nachher. Kannst noch ein bisschen genießen. Danke. Nicht einschlafen, ich will Action! Aha. Also wir sind hier jetzt bei Unimog fahren, also wir sind bei mir in Tingen und wenn uns langweilig ist, gehen wir gerne klettern und Motocross fahren, was wir jetzt nicht machen können, wetterbedingt, beziehungsweise klettern können wir nicht, aber wir wollen jetzt Unimog fahren und das wollte ich im Elten ein bisschen zeigen und jetzt wollen wir hier durchs Wasser fahren. Ja. Und auf der anderen Seite ganz steil bergauf. Na dann mal los. Unter. Danke, Stefan. Danke, Stefan, dass ich das hier erleben darf. Ja. Boah. Komplett übergeschnappt. Weiter läuft leider nicht. Ja, ein. Ach, wie schade. Das finde ich aber sehr schade, dass das jetzt nicht weitergeht.
Auch der Nightliner ist inzwischen in Tingen angekommen. Das Rote Kreuz ist schon da, das Licht auch, die Bühne auch und die Duschen auch. Nur wissen nicht alle, was man da eigentlich macht. Während draußen das Volk am Toben ist, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, herrscht drinnen Katerstimmung. Wir sind hundemüde, aber scheiß drauf. Das ist auch schade, dass es das letzte Konzert ist. Aber jetzt gehen wir nochmal richtig Gas. 20.30 Uhr. Endlich ist es soweit. SSDS GPS on Tour geht los. Für Tingen das Schönste seit Abschaffung des Pflügens von Hand. Party pur in Tingen. Unsere glorreichen 5 rocken die Bühne. Aber es gab auch weniger schöne Bilder an diesem Abend. Alles in allem ein super Abschluss unserer kleinen Tour. Super geil, super, super geil. Max, Istanbul! Sau geil, sau geil! So tierisch geil. Das war super Spitzenklasse! Sau geil, affengeil! Das war SSDS GPS on Tour durch alle Heimatstädte. Erfolgreich zu Ende gegangen. Und ist natürlich weiterhin für Sie im Handel erhältlich. Die aktuelle Nummer 1 der deutschen Charts von Max. Meine Damen und Herren, can't wait until tonight. Und morgen ist es hier soweit, beziehungsweise übermorgen ist es eigentlich erst soweit. Da ist die Vorausscheidung zum Grand Prix. Und wir haben es ja glücklicherweise jetzt geschafft durch Max' sensationellen Einstieg von 0 auf 1 in die deutschen Charts. Max ist also bei der Vorausscheidung zum Grand Prix dabei. Und morgen Abend, am Donnerstagabend, werden wir nochmal ein kleines Grand Prix-Spezial, einen kleinen Grand Prix-Countdown hier machen. Wir werden nochmal rückblicken auf unsere SSDS-GPS-Veranstaltung zusammen mit allen Moderatoren, mit Elton, mit Annette Frier und Joy Fleming wird dabei sein. Natürlich auch nochmal alle unsere Finalisten und Max. Und wir werden die letzten Monate nochmal Revue passieren lassen. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. So wird es morgen Abend zugehen. Bitte schön. Der Countdown zum Grand Prix Vorentscheid. Das große Wiedersehen von Jury, Moderatoren und den letzten 5 sehen Sie einen Rückblick über die lustigsten Kandidaten in unserer Castingbox. Bleib bei mir, Diana. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. And through it all, she offers me protection. Da flippe ich aus. Rising up to the challenge of arrival. And the last survivor takes his bread in the night. And is watching. Kommen da noch viele? Oh, the tiger. Oi, oi, oi. Das SSDS GPS Spezial. Der Countdown zum Grand Prix Vorentscheid.
morgen um 22.15 Uhr. Ja, sollen Sie auf keinen Fall verpassen. Morgen, 22.15 Uhr. Das TV Total Grand Prix Spezial. 24 Stunden vor der großen Entscheidung in Berlin. Und es wird nicht einfach, meine Damen und Herren. Wir zählen auf Ihre Unterstützung. Wir brauchen jede Stimme. Harte Konkurrenz in Berlin. Scooter, Wonderwall, Laith Aldean, Overground, Underground, alles da. Ja? Können Sie sich gar nicht vorstellen, was da los sein wird. Deswegen sollten Sie uns morgen Abend auch noch mal zuschauen. Unser großes TV Total Grand Prix Spezial um 22.15 Uhr. Und wenn Sie das gesehen haben, werden Sie sagen, das hat mir Spaß gemacht. Ja. So, jetzt kommt hier bei ProSieben die große ProSieben-Reportage unter dem Titel Einsatz für die Kontrolleure gegen Schwarzarbeit und Drogendealer. Sollen Sie sich unbedingt an, sollte sich unsere Band auch mal angucken, diese Reportage. Ja, und wie gesagt, morgen bei uns das große TV Total Grand Prix Spezial und danach werden Sie sagen, das hat mir Spaß gemacht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss, bis morgen. Vielen Dank.